Hallihallo, jetzt wieder Tombi und es ist endlich soweit. Der Lego-Modus ist in Fortnite drinne und da schauen wir heute rein. Ich habe richtig Bock. Let's go! Und damit sind wir auch schon im Spiel. Ihr seht schon, der Hintergrund ist angepasst. Alles ist angepasst. Ich habe hier gerade meinen Lego-Boba ausgewählt. Es wurden wirklich sau viele verschiedene Skins quasi in die Lego-Version umgewandelt. Ihr seht schon, ist richtig, richtig cool. Einige allerdings leider auch nicht. Ne, hier unten sind ein paar. Die kann ich zumindest nicht auswählen. Müsst ihr mal bei euch schauen, was da so geht. Jetzt können wir noch Welt auswählen, drücken. Was genau geht hier? Spielmodus, Überleben, Sandbox. Oh, das ist ja cool. Titelbild. Wir machen uns eine Wildwestern-Welt. Feinde an, Hunger an, Temperatur an. Wir lassen einfach alles auf Standard, hätte ich gesagt. Auf geht's. Oh. Oh. Huch, hallo. Ah, wo bin ich? Wer bist du? Wer bin ich? Scheinbar gibt es hier in der Gegend viel Holz und Granit. Ich frage mich, was wir damit wohl herstellen können. Oh, das ist ja, das ist wirklich, es erinnert mich so krass an Minecraft. Ich finde es richtig cool. Das ist ein Hühnchen. Ein Lego-Hühnchen. Oh, da sehen wir auch schon die Ausdauer. Streicheln. Ja, cool. Ei, das hat mir ein Ei gegeben. Es gibt uns Leben. Ey, wir haben noch nicht volles Leben, deswegen, können wir das essen? Cool. Scheinbar gibt es hier dagegen viel Holz und Granit. Okay, das haben wir eben schon gesagt. Okay, wir sollen wohl Holz und Granit sammeln, Leute. Das sind auch Schafe. Was ist das denn? Holz. Du hast Hunger? Schön auch gar nicht, oder? Hab ich Hunger? Muss ich schon wieder was essen? Was ist denn los mit mir? Oh, wir haben sogar so eine Rolle, okay. Himbeeren einsammeln. Du siehst aus, als wärst du auf dem großen Abenteuer. Ich glaube, die Ressourcen werden noch nützlich sein. Die Sonne wird bald untergehen. Ein Lagerfeuer würde uns Wärme und Geborgenheit spenden. Wie geht das? Öffne dein Baummenü und finde, was du bauen möchtest. Okay, Lagerfeuer. Wir brauchen auch genau das, aber ich will diesen coolen Ort. Ich will natürlich einen krassen Ort, Leute, für unser Lager da oben. Das sieht gut aus, der Berg, das ist es. Oh, das Schaf kommt. Hallo? Streicheln, ich will streicheln. Das ist bestimmt Wolle. Ja, Mann, geil. Himbeeren. Guck mal, wie geil die aussehen, Mann. Ich glaube, hier oben. Oh, da ist sogar so eine kleine Behausung. Das gefällt mir. Hier bauen wir unser Lager auf. Ich finde das hier richtig gut. Wir gucken uns gleich die Behausung auch an. Drehen können wir auch. Okay. Wo ist Kuschelbeauftragte? Kommt die gar nicht mit? Da ist eine Kuh. Die droppt einfach eine Milchpackung. Ist das geil. Was ist das? Kürbiskern, Wolle. Okay, nehmen wir alles mit, oder? Mal ganz kurz zu dem Wolf schauen. Ich habe ein bisschen Angst vor dem. Da ist er. Wo ist denn jetzt Kuschelbeauftragte hin? Wir haben hier sogar eine Map, aber ich sehe sie nicht mehr. Nun gut, wir gehen zu unserem Lagerfeuer. Was können wir denn hier machen? Können wir noch mehr bauen? Ein Bett, eine Werkbank. Ah, eine Werkbank. Granit brauchen wir. Ah, hier oben können wir eine einfache Hütte bauen. Oh, dafür brauchen wir auch ganz viel Holz. Okay, wir müssen erstmal ein bisschen looten, Leute. Ist das Granit? Ja, die Steine, die hier rumliegen. Okay. Da ist eine Spinne. Die kommt auf mich zu. Hilfe! Lass mich looten, Spinne. Lass mich looten. Ich glaube noch nicht, dass ich mich wehren kann. So, ich glaube, die haben jetzt echt viel gelootet. So, jetzt können wir doch hier unser schönes Häuschen bauen. Starte mit dem Bauen. Ah, das ist cool gemacht. Okay, ist erstmal ein bisschen hakelig, aber ist schon cool. Jawohl, cool. So, unseren kleinen Unterschlupf. So, okay, jetzt brauchen wir noch eine kleine Werkbank oder so. Können wir denn auch ein Bett bauen? Werkbank setzen wir hier hin. Nicht im Regen benutzt werden. Nein, aber das ist auch, Mann, kann ich dir nochmal umsetzen? Ich kann sogar boxen. Oh, dann bauen wir die schön hier rein, ha? Was können wir denn an der Werkbank bauen? Eine Spitzhacke und eine Waldaxt. Können wir leider beides noch nicht nutzen, weil wir haben noch nicht genug. Können wir da eine Fackel bauen? Wir haben auch noch nicht genug. Wir brauchen mehr Holz, Leute. Aber es ist mitten in der Nacht. Sägewerk und Grill können wir sogar auch bauen, Leute. Oh, man kann hier auch ganz Freestyle-mäßig bauen, oder was? Aber mir bleibt nichts anderes übrig, Leute. Ich muss nochmal Holz sammeln. Hier ist kalt. Ach, das ist die Temperaturanzeige. Okay, ich sehe schon. Guck mal, jetzt kriege ich sogar Schaden, weil mir kalt und hungrig ist. Es hat halt wirklich schon was von Minecraft, ne? So ein bisschen wie damals. Da war man auch immer so unsicher, was passiert in der Nacht und oh. So, und jetzt können wir mal schauen. Die Waldaxt können wir auf jeden Fall bauen. Die holen wir uns. Yeah! Kann ich jetzt hier Bäume fällen? Das sieht so aus, ne? Oh. Spitzhacke können wir auch herstellen. Kann man damit Erze abbauen? Was genau geht damit? Okay, wir können uns noch eine Waldaxt bauen. Wir machen das auch mal. Eine Fackel können wir uns auch bauen. Ist auch geil. Geht die aus bei Regen? Nee. Damit können wir uns die Wärme mitnehmen.
Hier ist auch ein Stein. Hier können wir das auch ausprobieren. Ich hätte ganz gerne irgendwie so eine Art Bett, womit ich die Nacht skippen kann. Ich will nicht mehr, dass es Nacht ist. Aha. Hier ist aber nur Granit drinne. Also unser Häuschen muss auf jeden Fall größer werden, das ist klar. Wir bauen einfach mal so ein bisschen hier so einen coolen Boden, würde ich sagen. Okay, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir haben hier unseren Eingang. Es ist zwar noch eine Bruchbude, aber es ist meine Bruchbude. Jetzt können wir uns hier auch mal ein Bett hinstellen, Leute. Hier so in die Ecke irgendwie, na, das ist schön. Planke. Die haben wir noch nicht. Eine Truhe können wir noch gar nicht setzen. So, aber ein Dach können wir hier... Ein Dach können wir hier immerhin hinsetzen? Ja, immerhin, ne? Meine Hütte, die sieht ganz cool aus, muss ich sagen. Ich bin am Verhungern. Ich habe die ganze Nacht durchgearbeitet. Für die Planke brauchen wir bestimmt so ein Sägewerk, ne? Wir bauen jetzt erstmal alles hier rein. Das Sägewerk erstmal schön direkt hier neben meinem Bettchen. Aha, Planke und Holzstab können wir bauen. Okay. Ah, das funktioniert wie ein Ofen. Ah. Cool. Kann ich jetzt hier noch so eine Fackel anbringen? Geht das irgendwie? Ich zünd mein eigenes Haus an. Na gut, das geht nicht, aber wir haben hier die Bretter. Okay, jetzt können wir noch unsere Truhe hinsetzen. Haha, cool. Unser erstes kleines Häuschen. Ich bin zufrieden, muss ich sagen. Okay, dann was ist denn jetzt unser nächstes Ziel? Einen Grill könnten wir bauen? Oh, da können wir bessere Nahrung bauen. Ich bin hier die ganze Zeit am Verhungern. Spinnrad. Spinnt Objekte wie Fäden und Seile zur Verwendung von Handwerk. Okay, Dorfplatz. Erschafft ein Dorf in der Umgebung. Alter, das hört sich auch gut an. Okay, ich glaube, wir müssen erstmal wieder fleißig looten, Leute. Oh, den Dorfplatz können wir bauen. Warte mal, das machen wir mal. Aber ist das schlau, den hier auf den Berg zu setzen? Ach, wir werden es sehen, Leute. Dorf von Tombi. Ja, bis jetzt nur so eine kleine Hütte, ne? Wir machen mal so eine kleine Hütte. Natürlich nicht in Rot, sondern in so einem schönen Blau. Dorf auf. Das! Hey, da bist du ja wieder. Du warst die ganze Zeit weg. Du bist es und ich bin es. Und hier sind wir, ein wunderbares Team. Okay, was können wir jetzt hier machen? Grasland, wachsendes Dorf. Ein zusätzlicher Dorfbewohner kann in diesem Dorf leben. Alter, mein Dorf wächst und gedeiht hier. Ja, cool. Huch, jetzt ist hier noch jemand Neues mit Aura reden. Hallo, ich bin Aura. Wenn du Abenteuer suchst, bist du genau hier richtig. Cool, das ist ja super. Okay, ich wollte eigentlich hier meinen... Ich habe nicht genug für den Grill. Was ist das denn jetzt? Kartenmarkierung. Ah, okay, warte, ich muss noch ein bisschen sammeln. Ah, da ist eine Spinne drin gewesen. Ha! Ah, die haben wir getötet. Was hat die gedroppt? Seide. Ah, das ist schon sehr ähnlich zu Minecraft, ha? Huh? So, jetzt will ich aber unseren Grill hier hinsetzen. Den leckeren Grill, den packen wir auch lieber rein. Ich weiß nicht, ob man den im Regen nutzen darf sonst. Dann machen wir mal. Gegrilltes Fleisch, gegrillter Maiskolben oder Spiegelei. Oh, ein Spiegelei, Gegrilltes Fleisch, warte mal. Ich muss was für die Wissenschaft testen, ne? Ah ja, man kann die Schafe umbringen für Fleisch, okay. Bitte glaubt mir, ich bin kein Mörder, es war für die Wissenschaft. Ah, das ist auch wie ein Ofen. Boah, das brutzelt richtig. Lecker. Das ist jetzt auch so eine richtig geile Keule. Guck mal, wie geil, der hat die in der Hand. Jo, die essen wir jetzt erstmal. Oh, nom, nom, ja, lecker. Okay, jetzt können wir uns noch das Spinnrad aufbauen. Oh, wir können jetzt hier auch... Oh, wir können hier richtig neue Sachen bauen. Alter, wie cool. Ah, hier gibt es auch eine Schaufel, die wir uns jetzt bauen können. Upgrade verfügbar. Müssen wir ein Upgrade wählen? Oder wie mache ich das? Aufgaben für Dorfbewohner. Warte mal, wir können die arbeiten lassen. Okay, ich bin hyped, Leute. Ich baue mir erstmal eine Schaufel. Das will ich auch einmal haben. Mal ganz kurz gucken, wie funktioniert das. Erde. Ach, man kann buddeln einfach nur. Okay, vielleicht gibt es hier auch sowas wie Sand und Co. So, dann sammeln wir kurz nochmal Granit, dann können wir unser Dorf aufwerten. Das will ich noch machen. Yes, okay, wir haben genug. Grasland auf Level 2 aufgewertet. Guck mal, jetzt hat sie auch hier so eine Fackel in der Hand. Oder hat sie das vorher schon? Bitte mit Veranda. Wir kriegen jetzt ganz viele neue Bauoptionen. Oh ja, cool. Alter, okay. Jetzt wird es komplex. Wir haben jetzt hier auch ein Beet. Ach, das haben wir für die Erde. Ah. Okay, richtig schön gestaltet ist das alles noch nicht. Aber jetzt können wir hier zum Beispiel einen Kürbiskern einpflanzen irgendwie, ne? Warte mal. Stapel deponieren. Ja. Okay. Aber irgendwas stand hier doch von den Aufgaben. Du kannst Dorfbewohnern einen Auftrag geben, Ressourcen zu sammeln, wie Holz oder Stein. Alles klar, ich bereite ein paar Bäume zum Trimmen. Alter, wie cool. Da sind die ersten Skelette. Die mache ich jetzt fertig noch. Oh mein Gott. Mache ich überhaupt fertig? Alter.
Puschelfrau, hilf mir. Ja, die hat einen Knochen. Alter, geil. Ja, aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier erst einmal Pause. Mir hat das richtig gut gefallen bisher. Ich finde den ersten Eindruck richtig, richtig gut. Schreibt gerne mal eure Meinung rein in die Kommentare. Ansonsten, man kann das gerne natürlich weiterspielen oder eventuell auch mal irgendwie im Livestream spielen, mit ein paar Leuten spielen, dies, das. Man wird schon was finden. Macht auf jeden Fall Spaß bisher. Gerne mal alles an Feedback reinschreiben. Und von daher, das war's. Vielen lieben Dank fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.